wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie. Und ja, eigentlich ist meine Weihnachtsplanung jetzt schon durch. Ich bin jetzt dabei und überlege, was mache ich denn Silvester und oder Neujahr. Ja, bei mir geht es halt um Silvester. Da mache ich auch ganz gerne kleine Dekos. Und jetzt habe ich mir hier so einen kleinen Würfel ausgedacht, der auch schnell zu machen ist. Und damit du auch noch das richtige Material da hast, zeige ich dir mal kurz, wie das geht. Also, ich fange an hier mit unseren kleinen Schachteln. Und zwar sind da ganz viele drin. Ich glaube 25. Ja, 25 Stück. Und das sind ja schon so kleine Würfel. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter weg. Und ja, die sind natürlich ganz simpel und einfach zusammenzusetzen. Die sind ja schon fertig. Einfach falzen. Natürlich andersrum. Okay, das zuerst, dann die Seiten und dann das Unterteil da rein und fertig. So, ja, Seitenteile und schon hast du deinen Würfel fertig. Und da ich ihn ja nun in so Glimmersilber machen wollte, fand ich das mit dem Naturfarbenen nicht ganz so passend. Ich habe also mir mein silbernes Stempelkissen genommen, ein Fingerschwämmchen und einfach nur hier über die Kanten gestrichen, so dass das Ganze ja von der Farbe ein bisschen verändert ist. Naturton kommt immer noch ein bisschen durch, aber es ist nicht ganz so tragisch. So, die Farbe dauert ein bisschen, bis sie getrocknet ist, aber wenn du jetzt mehrere machst, dann machst du sie gleich so hintereinander weg. Du kannst aber auch noch ein Papiertuch nehmen und das noch so ein bisschen abtupfen. Aber eigentlich, ich habe es dann zur Seite gestellt und dann ist es auch okay. Ich habe hier die Laschen, habe ich es so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr bearbeitet als jetzt die Kanten. Okay, als nächstes kommt jetzt mein Glimmerpapier. Oh, ist das glimmerig, ne? Und zwar habe ich hier Silber gewählt. Das Diamantgleisen sieht bestimmt auch schön aus, aber ich habe es halt mal in Silber genommen. Die einzelnen Segmente sind hier immer 5 x 5 cm. Da ich aber genau weiß, es kommt selten so hin, dass man das alles richtig abdeckt, habe ich es von vornherein kleiner gewählt und darum habe ich auch die Kanten halt mit Silber eingeschmiert. Ich lege das halt immer falsch rum hin, damit das Messer nicht so angegriffen wird von den Partikeln hier. Und ich habe mir da jetzt 4,5 cm genommen. Schön hier wieder auf unseren Papierschneider. Und da brauchst du nur einen Streifen, ups, von dem Silber. Und den schneidest du dir jetzt einfach. Er ist ja schon 4,5 cm breit in 6 Stücke a 4,5 cm. So, 6 Stücke habe ich jetzt. So, auf der Rückseite ist sowas wie Folie und das klebt nicht ganz so gut. Darum ziehe ich diese Folie ab. Und darunter ist es dann halt rau. Es ist also nicht selbstklebend oder so, es ist einfach nur rau und das klebt dann eben wesentlich besser. So, ich habe jetzt alle Folien abgezogen und gebe mir jetzt einfach ein bisschen Klebstoff auf die Quadrate. Das mache ich hier auch mit unserem Multifunktionskleber. Und jetzt klebe ich mir das so auf, dass es überall gleichmäßig, möglichst gleichmäßig auf diese 5x5 Segmente kommt. So, für das letzte Stück brauche ich noch so einen kleinen Ausschnitt hier und dann nehme ich unsere Kreisstanze 3/4 Inch und das ist so ziemlich mittig, packe ich sie da rein und stanze da so ein kleines Stück aus, so dass ich dann hier das nicht drüber stehen habe, sondern auch so einen kleinen Ausschnitt da habe. So, das ist alles fertig. Ich habe jetzt überall mein Glitzer, auch bei mir, ich glitzer überall.
Und jetzt kommt als nächstes hier meine Zahlen. Und zwar habe ich dafür das Set Tag für Tag von Project Life verwendet. Da sind Zahlen drin, da kann ich total viel mitmachen. Und ja, die habe ich jetzt auf schwarz gestempelt und zwar mit Versamark und habe dann darüber das silberne Embossing-Pulver gegeben. Anschließend habe ich hier unsere Wellenstanze 7/8 Inch und jetzt stanze ich da hier diese Zahlen aus. So, und damit das Ganze ja noch so ein bisschen schöner aussieht, nehme ich hier wieder mein Fingerschwämmchen, ein bisschen Silber und gehe einfach rundherum. Und du siehst gleich den Unterschied. Also so sieht es mit aus und so sieht es halt ohne den geinkten Rand aus. Also alle Zahlen nochmal inken. So, und die klebe ich jetzt natürlich hier wieder mit meinen geliebten Klebepunkten, mit den Klebedots, mit den Glue-Dots auf. Also einfach, weil es klebt hier auf diesem Glitter recht gut. Und es geht auch ganz einfach, finde ich. So, und die 6 kommt bei mir hier nach unten. Und jetzt habe ich alle Zahlen da drauf. Und weiter geht es jetzt mit meiner kleinen Deko, weil also eigentlich ist die ja jetzt hier schon fertig. Und ich finde, sie sieht total toll aus. So richtig, ja, fürs neue Jahr. Genau, und zwar habe ich dann hier unsere Federn. Das ist hier aus diesem Set for Feather. Und dazu gibt es dann auch Framelits. Sind zwei verschiedene Größen. Und ich habe hier schon mal eine Feder drauf und die stempel ich auch wieder mit Silber, muss einen Platz machen. Und zwar einmal auf schwarzen Farbkarton. Und einmal habe ich hier noch so ein Stück Pergament. So, und die silberne Farbe hier, das Stempelkissen, das ist eine sogenannte Pigmentfarbe, also die ist ein bisschen dicker und trocknet auch schneller. Und ich nehme dann dafür, trocknet langsamer, nicht schneller, dafür nochmal ein Papiertuch, was du da auch immer nehmen willst, und tupfe das nochmal ein bisschen ab, weil ich finde, jetzt hierbei ist es super schön, wenn das auch ja nur so ein ganz kleiner Hauch ist und ich verschmiere das nicht so schnell. Okay, also einfach ein bisschen abtupfen oder du lässt es halt liegen und lässt es trocknen. So, und dann nehme ich die Framelits, die kleinere, und stanze das Ganze mit der Big Shot aus. So, das habe ich jetzt ausgestanzt und jetzt gebe ich die so ein bisschen übereinander und da nachher eine Schleife rankommt oder ein Band, sieht man auch diesen Klebepunkt gar nicht so. Ups. So wirklich. So, dass das Ganze hier so ein bisschen übereinander ist. Und dann habe ich mir hier dieses silberne Band genommen. Da mache ich schon mal eine Schlaufe rein. Na komm. So, und dann gebe ich das hier drüber. So, und auf der Rückseite, da schummel ich wieder ein bisschen. Da, weil das ja alles so klein ist, da nehme ich wieder einen Klebepunkt und den drapiere ich so ein bisschen zusammen. So, und dann wird meine Schleife da drauf gesetzt, so dass sie auch nicht wieder wegrutschen kann. Dann mache ich noch mal einen zweiten Knoten oder du kannst es auch einfach so übereinander kleben. Das ist auch, machen wir einfach mal übereinander kleben.
Also nochmal einen Klebepunkt nehmen, mit einer Nadel am besten, so wie ich das hier mache, und dann so übereinander schlagen. Dann ist er auch recht klein. Und dann gebe ich ihn jetzt einfach hier auf diesen Knoten, setze das andere Teil da drüber und es sitzt so, wie ich das möchte. Dann wird das Ganze abgeschnitten. Nochmal schön festdrücken. Und falls es jetzt nicht so richtig sitzt, kannst du halt immer noch auch darunter einen Klebepunkt geben. So, da ich ja schwarz als Untergrund habe, nehme ich jetzt einen unserer Abstandspads und setze das Teil da drunter und kann mir das jetzt hier schön drauf drapieren, wo ich das gerade hinhaben möchte. So, und das ist nochmal hier mit unseren Itty-Bitty-Stanzen. Das ist ja wie so ein, ich finde, es sieht aus wie ein Glücksklee. Und Silvester, Neujahr braucht man dringend Glücksklee. Und das kommt auch nochmal mit einem Klebepunkt. Und fertig ist diese kleine Geschenkverpackung. Und was ich da reinmache, das überlege ich noch. Aber ich finde, es sieht total süß aus. Und das ist so richtig was für ja, Silvester und neues Jahr. Also probier es aus und schau, ob du das richtige Material hast und uns auch schnell bestellen. Denn jetzt wird die Zeit knapp. Also, das war's. Tschüss aus Quickborn, deine Hannelore Trost.